So viel vorneweg. Es war ein spannendes Spiel in Kaufbeuren, dessen Verlauf vor allem von den Strafzeiten geprägt wurde. Die erste Chance im Spiel hatten die Hausherren. Aber Marco Tätinen verzieht nach etwa einer Spielminute. Schwenningen in der Spielanlage reifer und nun auch mit mehr Druck. Kaufbeuren mit großem Kämpferherz. Das reichte bis zur 12. Spielminute. Dann Matthias Forster zum ersten, Maximilian Hofbauer setzt nach und Matthias Forster zum zweiten. Die verdiente 1:0-Führung für die Gäste. Die Joker steckten aber nicht auf und erkämpften sich drei Chancen direkt hintereinander, die letzte davon durch Luke Oakley. Aber Gäste-Goalie Lukas Lang war schnell genug unten. Das zweite Drittel. Kaufbeuren weiter mit großem Kämpferherz, aber Pech im Abschluss. Gut 3 Minuten waren da gespielt. Dann die Joker in doppelte Überzahl. Das sollte doch für den Ausgleich reichen. Pass zu Luke Oakley und der hält voll drauf. 1:1, der Ausgleich in der 32. Minute. Wenige Sekunden später. Kevin Surratt wühlt sich irgendwie durch die Gästeabwehr. 2:1 die Führung. Schwenningen hatte gerade erst wieder aufgefüllt, war noch nicht sortiert. Kaufbeuren drückte jetzt mehr, die Wildwings aber immer gefährlich, wie die Joker in der 37. Minute erfahren mussten. Wieder war es Matthias Forster, der für Schwenningen erfolgreich war, 2:2 der Ausgleich. Etwa 1 Minute später. Kaufbeuren war seit genau 5 Sekunden in Unterzahl, da klingelt es im Gehäuse von Goalie Stefan Feiß. 3:2, Schwenningen wieder in Front. Der letzte Spielabschnitt. Die Wildwings zweimal hintereinander in Unterzahl, aber Kaufbeuren brachte den Puck trotz bester Chancen einfach nicht über die Linie. Und das mit dem Auslassen bester Chancen auf Seiten der Herren in Rot-Gelb setzte sich während des ganzen Spiels fort. So auch in dieser Szene aus der 59. Minute. Kaufbeuren musste jetzt alles auf eine Karte setzen, nahm den Torhüter vom Eis. Schwenningen kann sich befreien und Robert Henniger hat keine Mühe, ins leere Tor zu treffen. 4:2, gleichzeitig auch der Endstand. Es sind immer Kleinigkeiten, die einen Unterschied machen. Aber ich denke, mit dem 5-gegen-5-Spiel waren wir, denke ich mal, die stärkere Mannschaft. Die Mannschaft hat gut gearbeitet, da gibt es keine Diskussion. Wir haben hart gearbeitet, aber es hat nicht gereicht gegen eine Mannschaft, wo meiner Meinung nach ist Titelfavorit. Danke. Die Erkenntnisse des Abends, die Joker-Mannschaft hat ein großes Kämpferherz. Ihr Problem, zumindest gegen Schwenningen, war, dass sie für ihre Tore zu viele Chancen benötigt hat. Wenn sie aber weiter so spielt, wird sie mit Sicherheit noch zu ihren Punkten kommen.